liebe Freunde des Gadget-Magazins. Und lang ist es her. Ich habe ja jetzt gerade auch, gestern ein etwas längeres Video rübergeschickt, um den Status von Gadget-Magazin mehr oder weniger euch beizubringen, näher zu bringen und auch diverse Produkte, die ich getestet habe oder auch Kollege Amir getestet hat, die wir aber auch bei Curve veröffentlicht haben. Das ist ja unser täglicher Arbeitgeber. Und jetzt hat uns aber ein kleines Produkt erreicht, das ich euch jetzt schon mal hier, wie angekündigt, auch in dem Video von gestern euch mal ein bisschen zeigen will. Und zwar ist es nämlich das hier, das Western Digital My Passport Wireless. Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Es ist schon an und ihr wundert euch, wieso ist eigentlich diese Festplatte komplett ohne Kabel und es leuchten zwei blaue Punkte da drauf. Wie der Name sagt, es ist wireless, hat einen Akku integriert, einen SD-Karten-Slot und so weiter und so fort. Und das, denke ich mal, ist ein sehr interessantes kleines Gerät für die Leute, die sehr viele Daten mit sich herumschleppen wollen, aber eben halt auf mobile Geräte eben halt umsteigen und nicht mehr unbedingt nur mit ihrem Rechner eben halt arbeiten. Aber es ist auch ein sehr schönes kleines Gadget für diejenigen unter euch, die fotografieren, Videos machen und so weiter und so fort und das eben halt dann schnell von solchen Karten auf ein Backup wie eine Festplatte ziehen wollen. Ich denke mal, wir machen jetzt hier mal einen kurzen Break und schalten mal dann um auf eine Nahansicht der Festplatte und einem Smartphone, wo eine zusätzliche App drauf ist. So, jetzt habe ich das mal hier schon alles schön vorsortiert. Ich wollte jetzt nicht diese Verpackung eben halt während des Drehs aufmachen, also ein bisschen umständlich aufzumachen. Es ist ja noch in einer zusätzlichen Plastikwanne eben halt eingelassen und das wäre dann ein bisschen zu laut gewesen. Aber kommen wir jetzt zur My Passport Wireless von Western Digital. Das ist das zentrale Objekt. Diese Variante, wie man schon hier sehen kann, ist eine 1-Terabyte-Variante. Es gibt die auch noch in zwei weiteren Größen, einmal 2 Terabyte. Und dann noch die kleinere 500 GB Variante. Preislich fängt das bei der 500 GB Variante bei 130 Euro an, geht über die 1 Terabyte Variante, also diese hier mit circa 170 Euro und dann geht es nochmal 50 Euro drauf. Dann bekommt man die 2 Terabyte Variante. Ich weiß, jetzt werdet ihr wahrscheinlich rechnen. Und so gesehen, das Vergleichen mit herkömmlichen 2,5 Zoll USB 3.0 Festplatten, die wesentlich günstiger sind. Klar, es sind wesentlich günstigere Platten am Markt, aber nicht vergleichbar mit der My Passport Wireless. Wieso, weshalb? Ihr seht schon, dass hier Lampen leuchten. Das eine ist einmal die Power-Status-Lampe. Blau bedeutet, dass die eben halt voll aufgeladen ist. Und damit habe ich jetzt schon wieder was verraten. Es ist nämlich hier drin ein Akku verbaut. So dass ihr es komplett ohne Kabel, es ist keine Magie hier, es läuft schon und es ist auch ein Wireless LAN-Chip mit eingebaut, damit ihr das dann eben halt als Hotspot verwenden kann oder besser als Access Point verwenden kann, damit ihr mobile Endgeräte wie zum Beispiel ein Smartphone damit koppeln könnt oder ihr könnt das dann in euer heimisches Netzwerk rein integrieren und habt dann kabellos Zugriff auf diese Festplatte. Und gleichzeitig könntet ihr rein theoretisch das auch noch, das war's eigentlich. Und bis zu 8 Geräte kann es eben halt, ja, gleichzeitig einen Zugriff drauf gewähren. So, weiter im Text. Das ist jedenfalls die Schachtel. Was haben wir noch als Zubehör hier dabei? Hier ist ein USB 3.0 Kabel. Ja, das ist dabei. Und natürlich ein Netzteil. Das hier ein bisschen wuchtig aussieht, aber ich versuche das mal kurz hier wegzumachen. Das ist nämlich der falsche Steckerkopf. So, zack, der Steckerkopf kommt weg. Das ist einfach ein englisches Steckerkopf und zum Vorschein kommt hier ein US-Steckerkopf. Das heißt, es ist reisetauglich und ihr könnt einem halt einfach auch einen europäischen Steckerkopf heranstecken und könnt damit dann den Akku hier drin aufladen über das mitgelieferte USB 3.0 Kabel, das aber auch dann angeschlossen an euren PC, Mac oder eben halt wie auch immer Linux-Rechner, euch Datentransferraten über USB 3.0 Kabel
jenseits von dem, was das WLAN eben halt ab kann. So, zu den Geschwindigkeiten kann ich jetzt noch nichts dazu sagen. Es ist erstmal jetzt so ein erstes Hands-on zu dem Gerätchen. Ihr seht an der Seite hier, ich drehe es noch mal ein bisschen rum, da befindet sich auch noch ein schwarzer Schacht. Das ist nämlich der SD-Karten-Slot. Ich kann hier, hier ist ein Dummy eingesetzt, eine Full-Size-SD-Karte reinsetzen, um dann Daten von der SD-Karte auf das Gerät zu überspielen. So, hier hinten sind noch zwei Knöpfe, einmal WLAN und dann einmal hier mehr oder weniger An- und Ausschalter und dann auch noch der USB 3.0-Port. Das war es eigentlich auch schon an externen Zugängen oder Bedienelementen, die es gibt. Hier gibt es noch so ein kleines Pamphlet dabei und dann gibt es hier auch noch so einen kleinen Quick Start Guide. Handbuch befindet sich hier auch schon drauf auf dem kleinen WD Drive und hier seht ihr das, was für Möglichkeiten ihr eben halt habt. Ihr könnt entweder per Mobile Device und der zusätzlichen App eine Wi-Fi Connection Point-to-Point zur Festplatte aufbauen und dann habt ihr dann Zugriff, könnt das dann konfigurieren oder per kleinen Computer es über euren direkten Wi-Fi wieder Zugriff und dann mit der URL, ja, mit der lokalen URL dann Zugriff auf das Laufwerk erhalten. Und hier ist noch ganz wichtig, was die Status-LED, sage ich mal, besagt, die hier leuchtet, die Power-Leuchte, die hat nämlich mehrere Farben, blau, grün, gelb und rot. Blau bedeutet, es ist zwischen 75 und 100% geladen, der Akku. Grün ist dann zwischen 50 und 75. Gelb wäre dann ja, zwischen 15 und 50. Und dann rot wäre nur noch 15%. Laufzeit ungefähr gibt WD an, 6 Stunden kontinuierliches, bis zu 6 Stunden kontinuierliches Video-Streaming. Video-Streaming könnte man rein theoretisch auch von dem Smartphone machen. Ich habe hier schon mal, sage ich mal, die Software aufgerufen. Es ist wirklich sehr leicht. Man muss nur die Verbindung eben halt aufbauen zum WLAN, also zum Access Point, also zu der Festplatte selbst. Ich habe sie erstmal iSpot TB genannt und dann kriegt man da automatisch eine IP zugewiesen. Wenn das defaultmäßig gerade eingeschaltet wird zum ersten Mal, dann müsste man natürlich die My Wireless Passport Access Point eben halt anwählen. So, wir sind da drinne und ich kann da nicht mehr hingehen. Das ist das Aktivitätenprotokoll. Hier seht ihr an der linken Seite die wichtigsten Geschichten, wie zum Beispiel in den Einstellungen kann man hineingehen. Da wird euch jetzt gleich angezeigt, wie viel Kapazität eigentlich schon in Videos, Musik, Fotos, sonstige Dateien und was, wie viel frei ist. 2,8 GB an Videos liegen schon drauf, 20,8 MB Musik, dann Fotos, sonstiges ist hier Handbuch und noch ein paar andere Sachen. Frei wären noch 991 GB. Batteriestatus wird hier auch gleich angezeigt. Kann man sich jemand anzeigen lassen, wenn man möchte, oder eben halt die Leistung hier auch noch verwalten, indem man einfach auf aus oder eingeht, damit dann, sage ich mal, batterieschonender gearbeitet wird. WLAN hat man hier mehrere Möglichkeiten: Verbindungseinstellungen, Sicherheitseinstellungen und gemerkte Verbindungen. Verbindungseinstellungen kann man, jetzt bin ich bei einem direkt Point-to-Point Verbindung. Ich könnte das Gerät jetzt hier auch noch an ein zum Beispiel MiFi-Gerät koppeln, um dann den Hotspot dann weiter zu sharen. Heimnetzwerk, ich kann das auch in das heimische Netzwerk reinhängen. Und ja, das sind eigentlich im Groben die ganzen Einstellungen, die man eben halt vornehmen kann. Man kann hier auch noch mehr gehen. Dann kann man hier auch noch mal sehen, Admin, Passwörter, WLAN, Netzwerk. Achso, das sind auch mal die gleichen. Batteriestatus, das wird wahrscheinlich auch das gleiche Batteriemenü sein. Medien, da kann man auch das Streaming von DLNA eben halt aktivieren. Und dann natürlich Firmware, sollte man auch mal öfters mal nachgucken, ob es nicht eine aktualisierte Firmware-Version eben halt für das Laufwerk eben halt gibt. So, wo waren wir? Bei den Medien war das, glaube ich. Nee, ich habe irgendwo noch eine andere versteckte Funktion. Hier, genau, da SD-Karten-Import. Ich kann jetzt also das so konfigurieren oder besser gesagt die Einstellung vornehmen, was passiert eigentlich, wenn ich eine SD-Karte reinstecke.
Da kann ich sagen, Daten auf SD-Karte nach Import sofort löschen. Das ist deaktiviert. Automatischer Import, das bedeutet, wenn ich die Karte reinstecke, fängt das MyPassport sofort eben halt an, die Daten zu importieren. Das kann man auf Einschalten. Speicherübertragung erfolgreich eingestellt. Jetzt können wir das mal einfach mal on the fly mal kurz testen. Ich nehme mal kurz den Kartendummy raus. So, Kartendummy kommen raus. Und die Karte kommt rein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich auf dieser Karte drauf gespeichert habe. Ob da überhaupt was drin ist. So, jetzt hat es Klick gemacht. Und jetzt sieht man hier schon ein bisschen grün leuchten. Ja, ich hoffe, er hat das jetzt gemacht. Es ist immer noch bei 991,4 GB an Platz vorhanden. Gehen wir mal. Jetzt blinkt er. Das ist aber die WLAN-Connection. Ich hoffe, jetzt hat er nicht den WLAN-Connection verloren, sondern es ist nur mehr oder weniger ein Statusinformation, dass jetzt eben halt Datentransfer auf die Festplatte gerade vorgenommen wird. Das schauen wir mal uns an. Wie gesagt, ich habe das nun ganz kurz konfiguriert und weiß noch nicht ganz genau, ob der jetzt eben halt schon anfängt zu übertragen. Gehen wir noch mal zurück. So, Aktivitäten sind hier noch null. Downloads sind hier auch noch null. Vielleicht versucht er jetzt gerade mal die Festplatte oder gerade Daten zu importieren. Hier sieht man auch schon, was es an Unterverzeichnissen eben halt drin liegt. User Manual, Sample Media, können wir uns mal anschauen ganz kurz, wie das Streaming dann hier so funktioniert. Videos und starten einfach gleich mal ein Video. Mir gefällt Snow. Schauen. Haben Sie Spaß mit Videos auf allen kompatiblen Medien? Einige der kompatiblen Player sind... Okay. Google Video Player. Und starten wir das mal an. Video wird geladen. Wow. Okay, Lautstärke ein bisschen runter. Jetzt stockt er kurz. Weiter geht's. Na! Wahrscheinlich ist er jetzt gerade ein bisschen unter Last, weil er ihm halt gerade die SD-Karte importiert und gleichzeitig was abspielen soll. Aber, ja, es scheint zu funktionieren, aber läuft noch nicht ganz rund. Das Puffern des Videos läuft wohl noch nicht so ganz rund. Das erstmal zu den Geschichten. Mal sehen, ob der jetzt schon die Fotos importiert hat. Das ist nämlich eine SD-Karte, die ich aus einer Kamera rausgenommen habe. Und dann schauen wir mal nach, was der eben halt hier schon geladen hat. Jetzt weiß ich, wo ich die Karte rausgenommen habe. Da müssten auch RAW-Bilder drauf sein, die dann eher natürlich wesentlich größer sind, so um die 20, 30 Megabyte groß. Die müsste er erstmal drauf spielen. Aber man sieht schon, hier kommen schon Bilder rein. So, das ist Kollege Amir. Sieht auch, dass es ein HD ist. Hole hochauflösende Bilder. Das bedeutet, wenn man auf HD draufklickt, holt er sich auch das hochauflösende Bild und nicht nur eine optimierte Variante. Das kann jetzt, glaube ich, noch ein bisschen dauern, weil er wirklich eben halt anscheinend jetzt unter Last gesetzt ist von mir durch diverse Aktionen. Schauen wir einfach mal nochmal nach. Hat er die Verbindung jetzt verloren? Nee, er hat sich die Verbindung noch nicht verloren. So. Und gehen nochmal rein. Jedenfalls finde ich das rein praktisch. Natürlich muss man davon ausgehen, dass es per WLAN die Datentransferrate nicht so gut ist, als wenn man das eben halt angeschlossen per USB an seinem Rechner eben halt dran hat. Aber es ist eine zusätzliche Alternative oder besser eine zusätzliche nützliche Alternative. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr seid auf Reisen,
hat nicht das große Bedürfnis, ein großes Notebook mit euch rumzuschleppen, sondern einfach alle Daten, Präsentationen, Videos und so weiter und so fort, habt ihr alle hier auf dieser Festplatte eben halt drauf und könnt sie dann eben halt mit der Software dann eben halt aufrufen und dann eben halt darstellen. So, jetzt schauen wir noch mal kurz mal nach, ob hier auch Musik drauf ist. Dann können wir mal mit dem Musikstreaming nochmal ausprobieren. Ihr seht auch, es sind mehrere Funktionen implementiert, die man hier auch starten kann. Ich könnte hier jetzt auch das Genre sortieren und so weiter und so fort. Alle Titel anzeigen könnte man auch noch. Dann sortiert er eben halt vor, Akustikgitarre, Breakdown und so weiter und so fort. Und könnte jetzt zum Beispiel, ich nehme mal Akustikgitarre, mal schauen. Ja. Ja, das läuft schon mal. Gehen wir nochmal zurück auf Fotos, mal gucken, ob der alles importiert hat. Er ist immer noch dabei, die Bilder, die ich auf der SD-Karte eben halt drauf habe, rein zu importieren. Aber dazu muss ich auch sagen, es sind RAW-Bilder. Wenn ihr eben halt eine Kamera habt, die eben halt JPEG schießt oder nur JPEG schießt, dann geht der Datentransfer sicherlich wesentlich schneller ab. Und ihr erspart euch damit eben halt den Umweg, die Festplatte an den Rechner anzuschließen, dann den Kartenleser von der Festplatte aus an den Mac anzuschließen, die Karte in den Rechner reinzuschieben und dann von der Karte über euren zentralen Rechner auf die Festplatte zu spielen. Ihr erspart euch eben halt einen Weg. Rein theoretisch kann ich das jetzt einfach, wenn ich jetzt Fotograf wäre, die erste Speicherkarte, die vollgeschossen ist, hier reinstecken, wegparken, lasse ihn dann mal arbeiten und schieße mit meiner zweiten Karte dann eben halt weiter Bilder, sodass eben halt nahtlos das eben halt ineinander übergeht. Dieser Workflow ist dann eben halt optimiert. Während ich eben halt weiter fotografiere oder vielleicht auch filme, wird diese komplette Backup dann eben halt draufgezogen auf die Festplatte. Das zu einem Erstmal, das kurze Hands-on, kurz ist es nicht geworden, es sind ja schon fast wieder 20 Minuten geworden, von der WD My Passport Wireless. Preise hatte ich euch genannt, 2 Terabyte gibt es, 1 Terabyte gibt es und 500 Gigabyte jeweils 130 für die kleinste Variante, 170 für die mittlere Variante und 220 für die große 2-Terabyte-Variante. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Lohnt sich das? Ist das eine gute Erfindung, die da WD, sage ich mal, mit dem My Passport Wireless am Start hat? Würdet ihr euch sowas anschaffen? Und wenn ja, wieso, weshalb, warum? All diese... Ja, eure Meinung könnt ihr natürlich gerne hier unten unter das Video in den Comments-Bereich hineinstellen. Mein Name ist Schon und wir sehen uns sicherlich bald wieder mit weiteren Videos hier in meinem Kanal. Bis bald.